20er-Version meines damaliegen Gaffer-Liedes mit Frankie Farr an der Gitarre. Yeah. Letzte Woche war das, ich erinnere mich genau. Da stand ich mit meiner Frau auf der Autobahn im Stau. Und ich sag zu meiner Frau, da ist egal was passiert, da fahren wir jetzt mal hin, weil mich das brennend interessiert. Und ich saus mit quietschenden Reifen einfach über'n Seitenstreifen hinaus bis an die Spitze des Staus. Siehe da, da liegt ein Auto, das ist gerade am Verbrennen. Drinnen sind Leute eingeklemmt. Ah, keine, die wir kennen. 5 Meter hohe Flammen, voll das Abenteuer. Yeah, hey, toll, wir sind die Ersten noch vor der Feuerwehr. Ich halte voll mit meinem Smartphone drauf und zeichne alles auf. Schatz, stell dich doch bitte einmal davor, die verkohlte Leiche. Sehr schön, und jetzt lächeln, ich bin ein Gaffer. Bei jedem Unfall bin ich sofort zur Stelle. Auf alle Fälle, ich bin ein Gaffer. Den Unfallopfern auf die Pelle. Und wie es scheint, bin ich dabei nicht allein. Nein, andere Gaffer kommen und reihen sich fröhlich ein. Fangen ebenfalls an zu filmen und zu fotografieren. Wären wir dabei, den Rettungsweg blockieren. Dass Retter kommen, wollen wir nämlich nicht, denn die versperren uns ja die Sicht. Und wir waren schließlich zuerst hier. Wird der dahin gerafft, wird er ausgiebig begafft. Sieh die Wunde, die da klafft, wie das blutet sagenhaft. Und jede Rettungskraft, die es bis zum Opfer schafft, wird von uns behindert, bespuckt und angeblafft. Ey, ich will nicht, dass hier wer die Blutung stillt. Ich mach erstmal noch ein Bild, ganz gechillt, denn ich bin ein Gaffer. Ich will dabei sein, wenn andere sich quälen. Das kann ich empfehlen. Ich bin ein Gaffer. Dann hab ich später ganz viel zu erzählen. Beim Schlittschuhlaufen bricht ein kleines Kind eines Eis. Um die Anbruchstelle bildet sich sofort ein großer Kreis. Wie immer stell ich mich schnell in die erste Reihe. Ach, schade, gerade jetzt hab ich das Handy nicht dabei. Das kleine Kind versinkt und ertrinkt. Ach, schade. Und niemand leistet Hilfe, denn das ist, wenn man ehrlich ist, für jeden von uns Gaffern ja auch viel zu gefährlich. Hätte ich zum Hilfe leisten, mich aufs Eis verirrt, weiß ich, dass wenn ich jetzt auch einbreche, mir keiner helfen wird. Ein Teufelskreis, drum war mein Geheiß, begib dich nie auf dünnes Eis. Also mal jetzt ganz allgemein gesprochen, quasi als Metapher. Ich bin ein Gaffer. Ein Hobby, das mich ganz und gar erfüllt. Ich werd ganz wild, ich werd bestimmt ein Gaffer. Leserreporter für die Bild. Geraten an so einen Selbstmordkandidaten. Ey. Der stand auf einem Hoteldach und ich konnte es kaum erwarten. Ich rief ihm zu: Jetzt spring schon! Er wirkte recht beklommen, sprang dann aber trotzdem. Ich habe es aufgenommen. Und natürlich gleich auf YouTube und Facebook geteilt. Denn auch meine vielen Follower finden Gaffenaffen geil. Das ist, worin wir Menschen uns vom Affen unterscheiden. Wir weiden uns daran, wenn unsere Artgenossen leiden. Doch immerhin der Vorwurf vor diesen, die Augen zu verschließen, kann bei mir nicht stimmen. Ich gucke ja hin. Dankeschön.